Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder im Bikepark Olpe heute, aber diesmal nicht mit dem Steve und auch nicht alleine, sondern mit dem Thomas von der Bikeschule Free and Ride. Ja, und er zeigt mir heute so ein bisschen, wie ich mal richtig fahren lerne. Ich bin der Thomas von der Bikeschule Free and Ride. Das ist die Gravity MTB Bikeschule. Ich mache also diese Fahrtechnikkurse, die nicht auf dem Parkplatz stattfinden, sondern hier nur im Bikepark. Springen etc., mentale Probleme, Hürden nach Stürzen überwinden. Sowas ist mein Spezialgebiet. Ich bin auf den Daniel gekommen, weil ich gucke mir immer alle Olpe-Videos an. Und gerade Bikepark OE-Videos, wo das Hashtag Anfänger oder sowas drin ist, sind für mich sehr interessant. Und der Daniel macht einfach super gut geschnittene Videos, hochqualitativ, und dann habe ich gedacht, dann versuche ich doch mal, da er ja wirklich fit ist, einfach nur die mentalen Blockaden zu bekämpfen bei ihm, die Dämonen, wie Fabio Schäfer so schön sagt, fight your demons, und da sind wir heute dran und ich hoffe, dass ich den Daniel heute über die ein oder andere Sache hier im Bikepark schön sicher drüber ziehen kann und dass wir ein bisschen Spaß haben. Yes, ich freue mich mega, lass uns direkt loslegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was du mit mir vorhast. Let's go. Los ging es einfach mit ein paar simplen Übungen im Flat. Thomas wollte, glaube ich, einfach mal gucken, was ich da so mache und wie ich auf dem Bike stehe, und hat mir dann auch kurzerhand einfach noch ein paar Tipps gegeben zu meiner Haltung am Bike überhaupt. Und das war auch so ein Punkt, wo ich einfach von vornherein gar nicht so richtig wusste, was ich da überhaupt mache. Deswegen war das auf jeden Fall nötig. So, Vollerrad hat super geklappt, da gehen wir auch gar nicht weiter drauf ein. Frage ist jetzt wieder, es gibt immer so zwei Sachen, zum Beispiel also Kriterien umsetzen. Kann so auf dem Parkplatz fast jeder, aber im Gefälle macht der Kopf, du klappst nicht. Und so ist das mit dem Impuls auch. Das wird vielleicht interessant, ob du bei den Startjumps oben dann wieder in dein altes Muster verfällst oder ob du tatsächlich es schaffst zu sagen, nein, der Honk hat gesagt, mach so und dann mache ich so. Das heißt, du fällst hier drüber, Vorderrad darf drüber rollen und nur das Hinterrad darf den Klaus nicht berühren. Dann so schnell, ein bisschen tust du anfersen. Kurz ein Basic zu deiner Fußhaltung. Bestimmt schon oft gehört, wenn Leute ein neues Fahrrad fahren, ich fühlte mich nicht, als ob ich im Bike gewesen wäre. Ja. Ich zeig dir das, beim Fully kann man das echt super zeigen. Das siehst du auch sofort von der Seite, was ich meine. Und du hast zum Beispiel kurz bevor du den Bunny Hop gemacht hast oder den Bunny Hop Impuls hinten gesetzt hast, hast du die Fersen hochgenommen, damit du das Pedal ziehen kannst. Ja. Okay, kann man machen, aber ich sag dir gleich, dass man das auch als Automatismus machen kann, und das zeige ich dir gleich wie. Generell sieht es so aus, wenn ich den Fuß, du hast den nämlich sonst gerade auf dem Pedal. Das ist gut, wenn wir Strecke machen wollen oder ein Cross-Country-Rennen gewonnen wollen, aber nicht, wenn wir hier fahren. Sobald du die Ferse runter nimmst, also das geht tatsächlich echt bis weit runter, ne? Hast du Druck hinten hier. Bewegt sich hier, kannst du hier schön sehen. Und du hast noch einen ganz großen Vorteil. Fast jeder Mountainbiker kennt es. Fuß gerade am Pedal. Es geht vielleicht steil bergab oder es kommt irgendein Hindernis. Und dann gibt es einen Punkt, das ist der Point of No Return, ungefähr hier, wo du weißt, jetzt gehe ich über den Lenker. Hast du die Ferse unten, tust du biomechanisch deinen eigenen Körper sperren. Das heißt, das Knie kann nicht mehr vorbei am Fuß, die Hüfte kann nicht mehr vorbei am Knie. Und wenn ich jetzt versuche, mit der Hüfte nach vorne zu gehen, passiert Folgendes. Das hier. Ich habe Druck auf dem Vorderrad. Und es passiert nicht mehr diese Situation. Die Hüfte bewegt sich gar nicht nach vorne. Die kann nicht mehr nach vorne. Du tust wirklich deinen eigenen Körper blockieren, indem du nur die Ferse runternimmst. Plus, dass du mehr Grip im Pedal hast. Und jetzt kommt das Knopfhoff. Wir fahren ja gar nicht so. Wir fahren ja so. Und wenn du dann den Fuß unter machst, bist du eigentlich wieder in der Waage und nicht runter. Ja. Jetzt kommen wir zum Hinterradimpuls. Das wird eine ohne Fahrradübung. So, pass auf. Wir haben Beine. Und wir haben ja Arme. Mit den Armen haben wir ja eben schon gelernt, wenn wir die Strecken, bis die zu Ende sind, kann ich durch den Bewegungsimpuls und die Trägheit der Masse das Vorderrad hochkriegen. Um das Hinterrad hochzukriegen, ganz einfacher Trick, einfach nur die Beine explosiv strecken. So, guck dir das mal von der Seite an bei mir. Ich hocke mich hin und strecke die Beine, also nicht hochspringen, ich strecke wirklich nur die Beine, kein Sprungimpuls. Was mit den Füßen passiert. So, jetzt stell dir vor, das Ganze passiert bei einem Sprung. Sobald du dich in der Luft streckst für den Hinterradimpuls, geht automatisch der Fuß runter und ich kann das Rad in der Luft nicht mehr verlieren. Das ist der Trick. So, wenn ich jetzt einen Grashalm habe, ja, und ich lasse den so schlackern, kann er zwischen oben und unten überhaupt keine Verbindung herstellen. Sobald ich hier Spannung drauf habe und ich ziehe hier oben mit meinem Körper, kommt das Fahrrad, was unten ist, kommt mit, ist eins, ist eine Einheit, das muss ein Körperteil werden. Und viele Anfänger, die dann ziehen, hängen so in der Luft. Und dann macht das genau das hier. Das Rad, du hast das Gefühl, das Rad macht, was es will. Ja. Es landet, wie es will. Es macht, was es will.
und du hast ein unsicheres Gefühl einfach. So, sobald du in den Körperspannungsmodus aber kommst, ist das Rad mit dir verbunden, du bist in der Luft schön groß und wenn die Landung kommt, boah, kannst dich klein machen. Aber immer nur in dieser Bewegung, ne? Nicht in dieser Bewegung. Ganz wichtig, Ellbogen außen. Man darf die Ellbogen so runternehmen, wenn du 30 Grad Gefälle runterfährst, darfst das gerne machen, aber nicht in allem, was wir hier so im Park haben. Ne? Dafür machen wir jetzt die erste Übung im Park. Hier, wo die Ebene ist, setzt du dich aufs Rad, fährst ganz langsam an, mit schleifender Bremse, fährst hier den rechten Chicken Way, versuchst einmal kurz im Chicken Way stehen zu bleiben, um wieder weiter zu rollen. Okay. So, in Gorilla, 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 Bergen runter. Ja. Nicht geschafft. So, das war nix. Die Übung sieht, wenn das ein anderer macht, so easy going aus. Du hast zwei Probleme. Du kannst vorne nicht richtig bremsen, weil du nicht in Gorilla gehst. Ja. Du kannst hinten nicht richtig bremsen, weil die Fersen nicht weit genug unten hast. Das heißt, das ist sowas, wenn du irgendwo in der Nähe ein Steilstück hast, was du unbedingt üben musst. Einfach einmal im steilen Gelände, wie Marc Brodesser sagen würde, in der Steilheit, einmal halt bremsen und wieder weiterrollen lassen, ohne dass die Räder blockieren. Das ist ja der Trick und das auf losem Boden. Ne? Das ist also jetzt nicht, dass du denkst, ey Scheiße, das war doch so einfach. Das ist echt, das ist gar nicht so einfach, ja? Ne? Weil da muss man sehr viel Gefühl haben. Im zweiten Schritt ging es dann nach oben zu den Startsprüngen. Okay, wir müssen analysieren, gucken, was er macht und ich habe die Aufgabe zu sagen, was er macht. Was hast du gesehen an Airtime jetzt? Was passiert? Also ich habe den Manual-Impuls so gesehen, du hast das Vorderrad hochgeholt und du hast das Hinterrad runtergedrückt in der Mitte. Nee, ich habe nur den Manual-Impuls gemacht und das Runterdrücken sieht dann so aus, weil ich hinten so runtergehe durch den Manual-Impuls. Ich habe tatsächlich nur den, ich nenne das ja immer Vorder- und Hinterrad-Impuls, ich habe nur den Vorderrad-Impuls gesetzt. Mhm. Dadurch bekommt das Vorderrad Airtime, das Hinterrad nix. Und das ganze Rad im Ganzen quasi gar keine Airtime. Jetzt mache ich das Ganze mit hinten. Er kommt dann so Nosedive runter wahrscheinlich. Du bist mit der Nase zuerst gelandet. Die Nase war quasi auch fast gar nicht in der Luft, die ist sofort wieder am Boden. Ich habe jetzt gar nicht hinten ganz gestreckt, sondern nur ein bisschen. Das reicht schon aus bei meiner Masse, die sich da bewegt, dass das mit dem Nosi endet. Das ist für viele Mountainbiker super unangenehmes Gefühl. Wird charakterisiert mit Unsicherheit, mit Sturz über Lenker. Ich erkläre dir jetzt, und zwar als einer der wenigen, der das macht, warum Nosy-Landung, wenn man denn nicht mit beiden gleichzeitig landen kann, immer die bessere Wahl ist. Zeige ich dir jetzt an dem Berg, du bleibst da stehen. Wir nehmen an, du willst diesen Table springen. So wie wir alles springen wollen, wenn wir ehrlich sind. So, jetzt bist du Einsteiger, kommst noch nicht ganz bis in die Landung. Jetzt landest du auf dem Hinterrad. So, lass die Bremse los. Wie viel ist das Rad jetzt nach vorne gerollt? Ein paar Zentimeter. Minimal, ne? Ja. Passt ja. Gar nicht. Ja. Der erste Impuls, wenn du auf das Vorderrad guckst, geht nicht nach vorne, sondern das Rad bleibt gar nicht auf dem Boden, das geht wieder hoch. Ja. Wenn ich mit dem Hinterrad, das ist der sogenannte Schnappmesser-Effekt, wenn ich mit dem Hinterrad zuerst lande, kriegt das Vorderrad wieder einen Impuls durch das Schnappen. So, das Problem ist, das Hinterrad bewegt sich, bis das Vorderrad auf dem Boden ist. Kein Millimeter jetzt hier im Stand. Wir sind im Stand, das musst du dir jetzt dynamisch noch in der Bewegung vorstellen. Dann würde es sich ein bisschen bewegen, aber jetzt machen wir es mal umgekehrt. Vorderrad landet zuerst. Du gehst ganz normal in die Landung. Wir sind im Stehen und das Hinterrad landet schon fast in der Landung. Ja. Das heißt, wenn du es schaffst, den Nosi zu landen, in Sachen zum Beispiel, wenn du das erste Mal einen Double springst und du landest den mit dem Nosi, also du musst natürlich mit dem Vorderrad in die Landung kommen, sonst springt man keinen Double, ne? Ja. Dann kann er dir das Hinterrad einfach retten. Es ist ganz wichtig, gestreckt zu sein in der Luft, damit man dann, wenn das Hinterrad dagegen klatscht, schön noch das so rausholen kann. Dadurch stürzt man dann halt nicht. Das ist alles Notfallmanagement. So, jetzt bin ich ja hier drüber gesprungen. Einmal mit dem Vorderradimpuls, Rad nicht in der Luft. Einmal mit dem Hinterradimpuls, das ganze Rad aber auch nicht in der Luft. So, jetzt kombiniere ich die beiden Bewegungen, aber beim selben Speed.
Den ändere ich nicht. Ich tue einfach einen Vorderradimpuls setzen und wenn es notwendig ist, dann auch den Hinterradimpuls. Und achte mal drauf, wie viel Airtime das Rad jetzt bekommt. Das ist jetzt eine Technik gesprungen, ne? Maurice Technik. Muss man lange üben, aber führt natürlich zum super Ergebnis, ne? Also wird halt fluffig. Wie entscheidest du, wenn du, angenommen, du bist eine Strecke noch nie gefahren, für was entscheidest du dich dann oder wann entscheidest du, wann du was machst? Also erstmal mache ich immer noch, ich komme aus der klassischen Riege, was machen leider viele Jugendliche nicht mehr, einen Trackwalk, selbst auf Trails. Hm. Ich frage immer, ist das der Ausgang vom Trail? Ja, und dann gehe ich den rückwärts rauf. So, und dann versuche ich mir Stellen zu merken, wenn ich dann zum Beispiel sehe, wie hier bei uns, wir haben den Milky Way Trail, da ist ein 4 Meter Double drin, gucke ich mir den an. Ja, okay, müsste der Speed vom Gefälle schon reichen, muss nicht reintreten. So, was merkst du dir dann? Also Trackwalk, auch die Leute, die hier in den Park kommen das erste Mal, sich den nicht einmal angucken und direkt da oben am Startturm losfahren, das geht gar nicht. Ja, weil dann kriegst du diese Angstblockaden, du bremst, stehst. Das war jetzt Technik. Ich will dir jetzt einmal noch zeigen, damit du siehst, dass ich eigentlich jetzt fast genauso weit fliege. Jetzt fahre ich den mal nur mit der englischen Variante, nur mit Full Speed und du guckst, wie die Mikrowelle aussieht. Natürlich reintreten wie ein Irrer, ne? Noch bis zu oben zur Kante getreten. Du wirst jetzt einmal versuchen, mit Technik drüber zu fahren und dann werde ich dir gleich die passive Sprungtechnik näher bringen, die dich, glaube ich, echt voranbringt hier heute. Hoffen wir mal. So, jetzt hat man schön gesehen, dass der Daniel in der Luft immer noch so einen Hopp macht. Das ist das, was ich eben meinte. Wenn wir das auf dem Boden üben, ist die eine Sache. Wenn es an die Sprünge geht, kommt die mentale Ebene dazu und man kommt wieder in die alten Verhaltensmuster. Also man hat jetzt schön gesehen, du hattest in der Luft die Arme leicht geknickt und die Beine und das Rad hast du auch nach rechts verzogen in der Luft, das Vorderrad, ne? Ja. So, deswegen gehen wir jetzt sofort. Technik, wie gesagt, ich gebe dir auch noch Hausaufgaben für zu Hause mit. Technik musst du üben, 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 üben. Aber das Tolle ist, mit der passiven Sprungtechnik können wir heute richtig große Sachen erreichen. Deswegen gehen wir jetzt sofort. Ich wollte dir nur halt einmal zeigen hier, wie Technik funktioniert. Und auch, dass du selber merkst, oha, da muss man aber, damit man das tarieren kann und so, muss man aber ein bisschen üben. Ne? So, aber mit dem Speed bist du direkt der Champion. Also du fährst jetzt oben an, trittst rein, als ob es kein Morgen mal gäbe und gehst einfach nur in den Gorilla. Du musst dich immer noch dran gewöhnen, dass der hier hingehört. Du musst vielleicht noch eine zweite für dich. Der Ellbogen sollte, wenn du fährst, fast über dem Lenker sein. Du bist immer noch ein bisschen leicht Tendenz da hinten. Ja, das ist echt super ungewohnt. Und das Problem ist, wenn du Tendenz hinten bist, ja, das ist ungewohnt, aber rettet dir halt im Bikepark das Leben. So, zeig's mal hier so gerade an dem Fahrrad. Jetzt bin ich in der Ebene. Wenn ich in der Ebene bin, gucke ich, dass ich hier so über dem Lenker bin. Wenn ich das bin, hier so über dem Lenker, dann ist mein Schritt über dem Dämpfer und über der Pedalachse. Jetzt stelle man sich vor, an meiner Hose hier in der Mitte wäre ein Pendel befestigt. Das würde sollte aufs Tretlager zeigen. Ja? Jetzt den hinteren Fuß auch noch drauf hätte. Jetzt kommt Gefälle. Und viele Leute, wenn es dann schon so runter geht, ja, gehen schon mit dem Arsch hier auf hinter den Sattel. Aber wenn ich mir das jetzt angucke und ziehe hier eine Waage, bin ich bei dem Gefälle immer noch hier. Ganz leicht nur hinter der Sattelmitte. Damit der Arsch auf gut Deutsch aufs Hinterrad darf, muss ich echt hier Downhill World Cup mäßig so runterfahren. Dann ist das okay. Zu dem Thema Neigung kommen wir auch gleich nochmal in Kurven zu sprechen. Weil da auch viele den gleichen Fehler machen. Wenn du in ein Steilgelände zum Beispiel reinfährst, setzt du einmal so ähnlich wie den Manual Impuls, den Impuls, dass du die Kante runterkippen kannst. Und dann gehst du nach diesem Impuls, nachdem die Kante kommt, sofort wieder in den aktiven Gorilla und bleibst nicht, verharrst nicht da hinten auf deinem Hinterrad. Das ist für dich eine echte Mental-Challenge, glaube ich, zu Hause auf Trails und so. Und da kannst du dich auch super, wenn dich mal einer von außen filmt, kannst du das halt super sehen. Das heißt, deine Aufgabe jetzt, Startberg, rechter Sprung und du versuchst im Gorilla zu bleiben und nichts zu machen, also wirklich nichts, außer Fersen runter, Gorilla, und fährst mal mit so viel Speed, wie du schaffst darüber. Kette, Kette, Kette! Ja! Ja, du hattest die Ferse nicht unten und du hattest hinten die Beine nicht leicht geklickt. Aber der Winkel war für die Landung eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du noch einen Ticken weiter fliegen würdest. So, und jetzt meine Aufgabe, du fährst nochmal drüber und versuchst dich in der Luft in die Giraffe zu begeben. Vorne und hinten, ganz wichtig.
Einfach nur aufstehen und nicht explosiv. Nur einfach Arme und Beine. Vor allem, wenn du Arme und Beine ausstreckst, also nicht hinten klein bleibst und nur vorne streckst, kommst du automatisch in eine aufrechte Position. Macht der Körper alles ganz alleine. Uah! Hast du was gemerkt? Ja. Ja, gut. Da kam jetzt schon, so, wenn du dann die Landung triffst, und das Rad, hast du gemerkt in der Landung, wie sicher du gelandet bist? Das war super sanft. Super sanft, der Winkel war super und du hast einfach das gemacht, was ich gesagt habe, da kommen wir heute hier wirklich weiter. So, jetzt kommt deine erste Mental-Challenge auf dem Sprung. Du gehst wieder zum Startberg und ich sag dir erst am Startberg, was du machen sollst. Okay. Endlich passt der Videoschnitt zum Fahren. Mit Zeit, ne? Du trittst jetzt einmal weniger rein und fährst jetzt blind den hier. Genau so, wie du gerade den hier gefahren bist. Aber einmal weniger reintreten. Nee, pass auf. Du bist hinten nicht aufgestanden. Jetzt fährst du den nochmal und versuchst einfach nur hinten aufzustehen. Ne? So, Gorilla! Die Waffe! Ja! Hat dir nur ein kleiner Ticken Speed gefehlt? Warst du nur ein Tick zu langsam? Wenn du hier um die Ecke fährst, kommt so ein Holzding. Bist du das gefahren? Ja, habe ich nicht einfach drüber gefahren. Boah, das ist jetzt die Aussage des Tages für mich. Ja, ich hatte aber das Gefühl, ich muss gar nicht viel machen. Richtig. So, und da sind wir bei der passiven Sprungtechnik. Der Speed macht die Flugkurve. Eigentlich bleibt man in Zentralposition und fährt tatsächlich, wie er eben gesagt hat, nur drüber. Aber da halt, dass die Angst einen nicht dazu bringt, sozusagen crouchy zu gehen, das ist dieses nach hinten gehen, weil dann versaust du einen Sprung. Oder halt, der hier kann auch ganz viele Sprünge versauen, ne, dieser Finger hier. Mhm. Deswegen machen wir auch heute noch eine Death Grip Übung, was das ist, weißt du? Genau, gar kein Finger an die Bremse, machen wir auch heute noch. Ist auch eine gute Mentalübung. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn du den schon gefahren bist, wir fahren jetzt einfach zweimal hier diese 5 Tables, schieben wieder rauf, ja, und dann gehen wir unten zum nächsten Teil des Kurses. Okay, alles klar. Boah, das macht so einen Unterschied mit dem Aufstehen. Das ist echt krass. Ja, du kriegst, weil das ist das mit dem Grashalm, ne? Ja. Ja, das, wenn du es durchziehst und wirklich dir treu bleibst, aber durch das Strecken kommt die Körperspannung, wird aufs Rad übertragen und du hast eine sichere Flugkurve. Ja. Ersten Sprung rechts, zweiten Sprung von rechts nach links rüber. Du fährst hinter mir her und wir kommen dann wieder darauf geschnauft, ne? Ein paar Runden oben auf den Startsprüngen ging es dann nach unten in den Park und so langsam habe ich auch angefangen, dem Thomas richtig zu vertrauen und das war auch nötig. Gehst jetzt mit dem Rad hinter diesen Stab in die Kurve, rollst auf diesen Sprung zu. Im Bereich dieser Entwässerungslinie gehst du in den Gorilla und wenn der Sprung kommt, stehst du langsam auf und wenn die Landung kommt, gehst du wieder in den Gorilla. Okay. So, jetzt sei, Moment, bin ich fertig. So leicht wirst du nicht fertig. Du rollst da an, ohne reinzutreten und du darfst den Bremsgriff erst wieder berühren, nachdem du gesprungen bist. Und ich will dir hier zeigen, warum Geschwindigkeit unser Freund ist. Erfülle die Aufgabe, Mission. Finger weg von der Bremse, Finger weg. Ja, und. So, aber das Problem ist, dass du halt von mir eine Irritierung bekommen hast, weil du den Finger an der Bremse hattest. Ah, deswegen. Jetzt machen wir das nochmal und dann kann ich die anderen Befehle brüllen. Weil in den Gorilla! Gorilla, Ellbogen und strecken! Ja! Das war gut! Und strecken! Ja! Hier gesagt. Ja. So wie du gerade gefahren bist. Ja. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir, gucken wir, wie gut du dir Sachen merken kannst. So, jetzt merkst du dir meine Höhe und meine Entfernungsposition. Ungefähr, speicher die mal ein in deinem Gehirn. Wie weit ich weg bin, mhm, und wie hoch ich stehe. Egal. Okay. So,
Du gehst darüber, über den Weg, und ich gehe hier da rüber. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt kommt. Immer dahin? Ja, ist viel näher. Ist näher und was noch? Ein bisschen niedriger. Eigentlich sogar ein bisschen höher. Echt? Ja, aber minimal, aber fast gleich. Aber was sagt dir das? Ja, dass das eigentlich geht. So, und jetzt der mentale Trick. Wenn ich doch bis in die Landung komme, ist eigentlich egal, was dazwischen ist. Wenn das hier mit Erde aufgekippt wäre, würdest du diesen Sprung sofort fahren. So, das, da du da weit genug kommst und mit dieser Technik, Gorilla und Strecken, alles super easy, fahren wir jetzt diesen Sprung. Aber am einfachsten ist tatsächlich, wenn du jetzt einfach hinter mir herziehst, du bist leichter wie ich, fliegst also eher weiter als ich. Das heißt, wenn ich drüber komme, kommst du schon lange drüber. Aber wenn du merkst, was der Typ da bis jetzt erzählt hat, das war ja eigentlich so fast alles wahr, hier ist übrigens der Point of No Return. Hier entweder nach rechts abbiegen oder hier auf gar keinen Fall mehr bremsen. Wenn du Angst vor so einem Sprung kriegst, nicht versuchen stehen zu bleiben, dann lieber in der Landung auf die Schnauze legen. Rocket. So, ich bremse kurz langsam, weil ich auf dich warte, damit du direkt hinter mir herziehen kannst. Ja? Okay, also ich bleib einfach an dir dran. Du fährst einfach nur los, genau, und bleibst an mir dran. Und go! Nice. Krass. Schwer, ne? Ja, ultra schwer. Ultra schwer. Ein Only Mental, habe ich gesagt. Das sind hier die meisten Sprünge. Ist von der Position wieder in die Bremsung zu kommen, wie wenn man den Finger hier hat. Ja, das war echt. Ich war dann so scheiß drauf, jetzt einfach durch. Erstes richtiges Road Gap. Yeah. Und wie ist das Gefühl? Ach, ein bisschen Puls bekommen schon. Aber der Moment schon vorher ist schlimm. Ist cool, oder? Vorher dachte ich so, genauso kam so dieser Punkt, wo du gesagt hast, da darf ich nicht mehr bremsen. Da kam immer näher und ich dachte, scheiß drauf, bleib einfach an ihm dran, versuch's jetzt. Aber jetzt bin ich auch froh, dass ich es geschafft habe. Ja, aber einmal ist Glück, zweimal ist Können. Also komm. So ein bisschen abschüssig ist. Der ist 8 Meter lang. Wenn ich jetzt passiv den fahren will, so 45 bis 50 Sachen, um da drüber zu kommen. Schon schnell. Gorilla-Aufstehtechnik, ne? Ja. Fahren wir das Ganze jetzt hier. Uiuiuiui. Lange in der Luft. Ich war aber nicht in der Landung beim zweiten. Ich auch nicht beim zweiten, das ist zu langsam. Dann klemmst du mit den Oberschenkeln in den Sattel und machst die Arme so nach hinten. Ja, okay. Super. Ah, ganz, ganz knapp. Der erste war super, hat mir richtig gut gefallen. Der zweite war einen halben Meter zu kurz. So, was ist der große Unterschied zu der Line zu oben? Wie hier für Anfänger eigentlich optimal ist. Also die linke Line oben, ja die geht halt eher hoch. Genau, richtig. Ne, statt weit. Ja, für Leute, die technisch springen können. Ja. Die hier sind gebaut für Speed. Und deswegen sind die auch so lang. Erst haben alle gesagt, seid ihr bescheuert, auf der Snoop-Line, auf der Anfängerline, einen 8 Meter langen Table zu bauen. Ja, aber die Leute können einfach mal lernen, ihre Angst vor Geschwindigkeit zu verlieren. Und einfach mal, den kannst du mit Bremse offen fahren, ohne Angst zu haben, rausgekickt zu werden oder sowas. Ne? Passiert ja wirklich gar nichts. Ne? Und machen einfach helle Spaß, die Dinger. Die macht zu hinten. Wäre die 2 Meter kürzer und man würde die da oder 3 Meter und würde die da gerade rausspringen, aber die macht zu. Und dann fahren wir einmal zusammen. So. Jo, und ab geht's, Daniel. Und 13. Gewinn.
gewesen, das war gar nicht so hetzigart, ne? Yes! Yes! In einer Vorfahrt geht ein Schlepp weiter. Nur drüber schlagen lassen. Okay. Und weit links treffen. Und versuchen wirklich an mir dran zu kleben. Fertig? Ja. Wir können einfach nicht mehr. Der ist auch eine große, das ist auch eine große Steigerung zum Bachgap. Was, das hier? Ja. Eigentlich nicht. Ja, ja. Nur runter. Einfach nur runterfahren. Ne? Nur runterfahren. Und das ist natürlich hier, wenn diese Sicherheit, das hast du ja auch gesagt, ich will mich nicht verletzen. Aber es ist ja ein Widerspruch. Wenn du selbstbewusster fährst, hast du ja gerade selber gemerkt, ich mache mich groß, ich fahre selbstbewusst, bist du ja viel sicherer unterwegs. Und auch wenn du schneller fährst, bist du eigentlich sicherer unterwegs wie langsam. Ja. Ne? Zumindest bei uns, bei dem Sport hier. Ne? Okay, Kurs vorbei. Ich hoffe, der Daniel hat sich nicht zu sehr gelangweilt vom alten Mann. Nee, tausend Dank, ey. Also ich bin mir sicher, ich habe noch die nächsten 6 Wochen oder ein halbes Jahr, zähre ich immer noch von dem Tag. Das war echt krass. Also echt auch, ja. Nee, echt tausend Dank, ey. Richtig, richtig krass. Jetzt nicht wegen Kamera und so, aber die Art, wie du das machst, richtig cool. Also Leute, wenn ihr mal eine Stunde haben wollt, Free and Ride, ich mache die Internetadresse auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Könnt ihr den Thomas bestimmt mal erreichen, ne? Genau, richtig. Das ist also, wer irgendwo unsicher ist oder vielleicht mal gestürzt ist und mental eine Blockade hat, Angst vor Gaps, vor Doubles, Wurzeln, gibt es immer kleine Tricks, wie man das Gehirn umschalten kann, dass man aus Angst Spaß macht. Ich glaube, das haben wir heute hier so ein bisschen auch geschafft. Einfach durch die richtige Haltung im Rad und vielleicht durch ein, zwei Kniffe, dass man weiß, die Physik lässt sich nicht ändern. Die Physik ist da und man muss sie nutzen und man darf nicht gegen die Physik arbeiten. Zum Beispiel Sprünge, die für Speed gebaut sind, versuchen langsam zu fahren. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Und immer schön an den Franzosen und den Engländer denken. Und das Video von den 5 Hausaufgaben für zu Hause kennst du, glaube ich, oder? Hausaufgaben von zu Hause, ist auf deinem Kanal. Schicke ich dir auf alle Fälle, okay. Heute noch. Fleißig zu Hause üben, das kann jeder von euch üben. Zu Hause vor der Tür. Und das Motto ist ganz klar, auch auf dem Helm drauf. Hashtag jeden Tag. Steht dafür, dass wir eins mit dieser Maschine werden müssen. Und dann funktioniert das auch. Okay, cool. Mich hat's gefreut. Ich muss jetzt nach Hause zur Familie. Mach's gut, vielen Dank. Ja. Leute, schaut bei ihm gerne mal vorbei. Und wenn ihr bis zum Schluss tatsächlich dran geblieben seid, lasst mir gerne ein Abo da. Und wir sehen uns nächste Woche wieder in einem weiteren Video. Bis dahin, haut rein. Ciao.